So, Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Long Dark. Jo, wir haben auf jeden Fall gerade erstmal am meisten Hunger noch hier. Und ja, deswegen müssen wir jetzt gerade als erstes mal ein bisschen was hier auseinanderfröppeln. Und damit wir uns ein schönes Lagerfeuer hier machen können, da fangen wir mit der Zeitung mal eben schnell an. Und dann braten wir uns mal ein bisschen was lecker Bärchen, weil da haben wir ja ein bisschen was gefunden. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Feuerchen eher. Haben wir noch ein bisschen Altholz, ein bisschen Tannenholz. Der Tannenholz suchen wir natürlich jetzt erstmal in einen Schrank, wo wir nicht so schnell dran gehen, wie zum Beispiel hier drüben beim Scrap Metal. Da können wir das Tannenholz reintun. Das passt, glaube ich, da ganz gut hin. So, Stoffe und so weiter müssen wir jetzt gleich echt mal überlegen. Das hier müssen wir reparieren. Was brauchen wir denn sonst zu reparieren? Wir brauchen getrocknete Rehhaut und getrockneten Darm. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Also wie das hier, das sollten wir auch auf jeden Fall reparieren. Und das geht auch relativ flauschig, das machen wir direkt mal. Weil die Cargo Pants, die ist halt doch schon noch relativ gut. Okay, jetzt ist es gerade tatsächlich gutes Wetter geworden, das heißt, wir können jetzt doch nochmal kurz eben rausgehen. Na gut, es wird doch schon dunkel. Dann lassen wir es doch mal eben. Dann machen wir so mal eben schnell eine Bratsession hier raus. Brauchen wir auch. Ohne geht's ja nicht. Ohne geht's ja nicht. Das Altholz lassen wir jetzt gerade auch mal nochmal hier. Und dann nehmen wir das Zedernholz. Und dann machen wir nochmal lecker Feuerchen hier an. Ich habe irgendwie das Gefühl, in diesem Ofen ist es einfacher, ein Feuer zu machen, als in so einem Kanonenofen beispielsweise. Oder sonstigen Dingen. Schubidubidu. So, Feuerchen ist an, sehr schön. Dann schieben wir direkt nochmal so ein Ding nach und dann fangen wir erstmal an hier, ja, Fleisch zu braten, was wir gerade nicht in der Tasche haben. Die ich hält. Nehmen wir uns erstmal die ersten Zehnriegel mit. Mal gucken, wie viel wir wegkriegen jetzt. Und dann lass uns garen. Na gut, kann ja nur noch um Stunden handeln. Minuten, dann kriegen wir nicht alles fertig, leider. Aber gut, war zu erwarten. Einen kriegen wir noch und dann ist, glaube ich, auch schon wieder Ende Gelände. Dann können wir uns mal eben kurz schnell den Wanz vollhauen und dann bis zum nächsten Morgen pennen. Ja, komm, 8 Minuten, das lassen wir jetzt einfach mal. Lassen wir gerade mal verkommen. Falsche Richtung. Deswegen ist auch noch so viel drin. So, dann nehmen wir ein bisschen was von dem alten Fleisch hier mit. Ja, das muss erstmal reichen. Dann schleiche ich mich mal irgendwo Richtung Treppe. Ich hoffe, das stimmt hier gerade mal. Ja, scheint richtig zu sein. Wenn man gerade eben noch was sieht, dann kann man sich tatsächlich zurechtfinden. Ansonsten ist man halt eher doch aufgeschmissen. So, dann essen wir mal ganz schnell was. Und trinken noch mal ganz schnell was. Und dann hauen wir uns wieder 11 Stunden pennen. Und wie immer halt nur so bis knapp nach dem Aufstehen. Dann läuft es doch eigentlich ganz gut. Wahrscheinlich wird es gleich sowieso wieder Scheißwetter, sobald wir aufgestanden sind. Hungrig und durstig. Naja, was sonst. Gut, Durst macht Sinn. Sollten wir auf jeden Fall gleich erstmal mal ein bisschen Wasser generieren. Und Kühlschrank sagt auch, ja gut, kann man machen.
Muss man aber nicht. Trotzdem machen wir uns mal eben die beiden Riegel hier rein. Okay, Schwarzbärenfleisch gibt also auch schon ziemlich viele Kalorien wieder. Und ein Stückchen drauf trinken. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell jetzt da drüben das Vieh nochmal geplündert kriegen. Ansonsten gehen wir erst ein bisschen Holz sammeln wieder. Ich hoffe, der liegt da noch. Ich hoffe nicht, dass er schon wieder ein neuer ist. Aber ich glaube tatsächlich, der liegt da noch. Okay, der ist gefroren. Braves Tierchen. 2 Stunden, 3 Stunden, 20 Minuten. Puh. Okay, den Darm lassen wir erstmal drin. Aber den Pelz nicht. So, und direkt wieder unterkühlt. Hervorragend. Jetzt haben wir nur noch den Darm da drin. Und der ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wobei entsprechend der Tatsache, dass wir nicht mehr viel haben, ist ja eigentlich doch relativ wichtig. Aber egal, wir legen jetzt erstmal den Pelz hier hin. Zwölf Tage lang getrocknet werden. Okay, 1%, 18% der Damen schon zu 25, Kaninchen 41, das geht ja eigentlich alles noch einigermaßen. So, jetzt brauchen wir natürlich nur noch ein bisschen, das ist ein Problem. So, wir machen uns jetzt nochmal eben schnell ein Feuerchen an. Nur muss man kurz eben schnell aufzuwärmen. Dann gehen wir gleich noch ein bisschen Holz schlagen. So eine Stunde oder so. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch den Darm da rausgepopelt kriegen. Weil der muss ja auch trocknen. Und alles, was wir jetzt gerade haben, schon mal untertrocknen kann, dann haben wir das erstmal. Ist vielleicht doch gar nicht so blöde. Vorausgesetzt ist natürlich nur, dass dann jetzt gleich auch das Feuer schon mitspielt. Also beziehungsweise unsere Temperatur mitspielt. 12 Minuten, Tannenholz nachlegen, Dankeschön, bitteschön, Schwarzbärenfleisch garen. Und da müssen wir jetzt eigentlich auch schon aufgetaut sein, weitestgehend. Ja, hervorragend. Können wir uns auch direkt gönnen mit Fleisch. So, kriegen wir jetzt noch viel hier rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, aber das passt hier noch. Das ist aber maximal Ende hier. In dem Gelände. Okay, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. 3 Stunden, 20 Minuten. Komm, dann machen wir erstmal 5. So, Mr. Pets, see you later. Flüssigkeitsmangel hin und her ist jetzt nicht so wichtig. Ein bisschen Wasser haben wir noch in der Tasche. Damit könnten wir es eventuell überbrückt kriegen. Holz sammeln. Hier können wir nämlich noch Reclaim Wood sammeln.
Ich hoffe, das reicht jetzt noch. So, dann machen wir nochmal lecker Feuchchen an. Toll, kein Anzünder mehr. Gut, die können wir aber hier drin sammeln zum Beispiel auch. Das ist jetzt nicht so das Problemchen. Nur jetzt muss es auch klappen. Nehmen wir mal die hier und hoffen jetzt einfach mal ganz stark. Hoffen wir mal, dass der Feuer angeht. Das windet gerade ein bisschen. Eine Stunde 24 Minuten. Okay, das ist in Ordnung. Hätten wir ein Buch genommen, wäre es wahrscheinlich einfacher gegangen, aber ist ja auch egal. Wir machen es erstmal hier 1 Liter. Aber wir müssen ja gerade mal was gegen den Flüssigkeitsmangel tun. Muss ich übrigens gerade auch mal akut hier. Schön, kalt. Lecker. So. Tannenholz legen wir direkt nach. 2 Stunden 20. Jetzt können wir uns gerade mal hier was trinken gönnen. Und da fangen wir jetzt nochmal an, ein bisschen Bärchen zu grillen. Weil gerade die untersten, die sind ja nicht mehr so geil zurecht gewesen hier. Die ganzen 60er-Dinger. Die gucken wir mal, dass wir die noch irgendwie verarbeitet kriegen. Nur das Beste vom Bär. Was auch sonst. Ladadi, ladadu, ladadam. Ladadi, ladadu, ladadam. Oh, das haben wir noch 4, was wir in der Tasche haben, ey. Nicht gut. Das dürfte wieder das letzte Stückchen Fleisch sein. Na gut, immerhin noch. Da haben wir jetzt ja schon mal eine Ecke weggehauen, ne? Ist ja. Muss man ja auch mal sagen. So, und dann packt man das ganze gute Zeug jetzt bis auf 2 wieder zurück. Und wir müssen dann halt auf jeden Fall nochmal Wasser machen. Das ist ganz wichtig. Das kann ich mir schon mal als Memo setzen jetzt hier gerade. Also, lieber Scotchy, weißt du Bescheid, wenn du, ne, bevor du die nächste Session machst, dir wieder die letzte Folge anhörst, dann denk dran, dass du noch als erstes Wasser machen musst, weil sonst, naja. Die nächste Folge, die ist ja jetzt erst wieder in 10 Tagen oder so, oder die nächste Session. Ja, da kann man sowas auch mal ganz gerne vergessen. So, Wasser ist weg. Und jetzt haben wir uns erstmal hin. 11 Stunden schlafen. Wobei 10 Stunden reichen jetzt auch. Jo, und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.